Nee, das ist ja wieder was anderes. Ich meinte jetzt die alten Spiele. Bei dem neuen weiß ich schon. Bei den neueren Teilen, da gab es anfangs noch die indizierte Version quasi, die deutsche Version, aber mittlerweile darf auch die internationale Version in Deutschland verkauft werden. Ich meinte das erste, das noch immer indiziert ist. Die alten sind nicht mehr indiziert, genau, danke schön. Da war ich mir nicht sicher. Zum Glück haben die keine Hitboxen. Ich wollte vorher nämlich schon testen, ob man die umfahren kann. Hab mich nicht getraut. Oh, man kann die umfahren. Oder wie? Manchmal? Vielleicht? Wer weiß. Ist auch egal. Oh Gott. Oh, wir haben nur noch 14% Sprit. Wir müssen jetzt dann echt tanken. Oder ein neues Auto uns irgendwo beschaffen. Erstmal will ich hier die... das ist doch ein Mordhaus. Ja, guck, ist sogar Polizeiband vor der Tür jetzt. Oh, das ist ein nettes Detail. Ich glaube, ich sollte hier nicht mit dem Auto langfahren. Aber es geht. Also warum nicht? Solange es geht, quetsche ich mich hier durch. Ja, da ist die Karte. Der Rückweg wird furchtbar. Schauen wir mal. Die Sirene nervt so. Ja, aber es ist leider der Turboknopf fürs Auto. Ich kann nichts machen. Wurde letztes Jahr vom Index genommen wegen Kunstfreiheit. Also auch die alten. Da war ich mir... Was? Das Spiel cheatet voll. Jetzt muss ich doch wieder zu Fuß gehen. Eine Eidechse. Cool. Da war ich mir eben nicht sicher, ob das auch jetzt tatsächlich auch auf solche arkadigen Spielchen zutrifft. Oder ob die da wirklich noch eine Prüfung machen. Aber anscheinend, ja, genau. Der... Wie heißt es? Das hat einen Namen. Der irgendwie so adäquate Nutzung. Adäquenz. Ad absurdum. Irgendwas gibt's da. Das war ursprünglich quasi. Also. Das war nämlich. Das ist eine lange Geschichte. Die Kurzversion ist, man durfte in der Kunst schon immer Nazi-Symbole verwenden, auch wenn die eigentlich verboten sind. Wegen eben Kunstfreiheit, wie man verallgemeinert sagen könnte. Nur auf Videospiele hat das nicht zugetroffen, weil es da ein Urteil gab, wo ein Richter gesagt hat, zufälligerweise genau eben auf dem Rücken von Wolfenstein, dass das einfach nicht geht. Das darf Wolfenstein nicht. Da wurde gar nicht die Frage gestellt, ob Videospiele auch Kunst sind. Da wurde gar nicht die Frage gestellt, inwiefern das quasi überhaupt angemessen ist und ob die nicht gleich behandelt werden müssten wie Filme oder Bücher oder sowas. Sondern der hat einfach nur gesagt, na, das geht nicht. Und eigentlich war das von Anfang an ein Urteil, das nicht rechtskräftig ist, aber weil halt niemand klagen wollte, weil man halt, das ist halt auch, oder... Ist halt scheiße. Man will halt nicht unbedingt dafür kämpfen, dass man Hakenkreuze darstellen darf. Das ist halt einfach, kann man verstehen. Wurde das so hingenommen und akzeptiert und ist irgendwie so jetzt Jahrzehnte so mitgeplätschert. Und jetzt gab es da endlich quasi ein Umdenken, dass man gesagt hat, na aber Leute, eigentlich geht das nicht. Wir können Videospiele nicht einfach so unbegründet anders behandeln. Und dann ist das alles so von alleine schon langsam in Motion gekommen und ging dann plötzlich ganz schnell. Und zwar, ich glaube, wieder ausgelöst unter anderem durch das neue Wolfenstein. Wolfenstein war da eine wichtige Reihe, wenn es um das Thema geht. Aber auch ein Spiel, das nämlich von... Mir fällt leider der Name nicht ein, Mensch. Das wäre jetzt cool, wenn ich das nennen könnte. Aber das war ein Spiel, das von den Nachfahren von überlebenden Juden aus KZs und von der Nazi-Verfolgung gemacht wurde. Und das Thema wirklich sehr... ernsthaft und sehr gut und sehr sorgsam behandelt hat. Und das wurde dann eben indiziert, weil es eben Nazi-Symbolik enthält. Und das fanden sehr viele Menschen sehr problematisch, dass so ein historisches Spiel, das der Aufarbeitung dient, das quasi, ne, dass das verboten wird, das
ging quasi schon komplett konträr in die falsche Richtung. Das hatte nichts mehr mit Antifaschismus zu tun, sondern das war schon Anti-Antifaschismus. Und das war problematisch, das hat eben auch der USK eingesehen, die USK. Und das hat das dann vor allem ins Rollen gebracht. Ist eine interessante Geschichte. Kann man sich mal irgendwie Videos dazu angucken oder Podcasts dazu hören, gibt's ganz viele. Ich habe jetzt nur so grob die Pfeiler genannt, die Grundpfeiler. Ich glaube, mein Benzin ist leer. Ich schaff's nicht mehr zur Tankstelle. Hallo, Zero und Tastenhauer, wie geht's? Habt die Diskussion nur noch am Schluss mitbekommen? Ja, ist spannend, wie schnell es dann doch ging. Genau. Through the darkest of time, dankeschön. Genau das meinte ich. Und das ging's nämlich. Mir geht's auch gut, dankeschön, Zero. Es wird aber von der USK immer ein Einzelfall geprüft. Man weiß natürlich nicht, wie viel Ablehnungen es bei der USK schon gab, weil es nicht öffentlich ist. Ah ja, okay. Na gut. Genau, gut zu wissen. Through the darkest of time. Das hat mich geärgert, dass mir das gerade nicht eingefallen ist. Sodala. Hier könnten wir noch eine Karte sammeln. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich glaube ich gar nicht mehr alle Karten kriegen soll, kann, meine ich, bin ich demotiviert und ein bisschen traurig. Aber die holen wir jetzt trotzdem. YOLO. Vielleicht kriegen wir wenigstens die 32 zusammen. Vielleicht hat der Waffen... Aber das ist beim Hotel. Da muss ich vorsichtig sein. Zum Hotel fahren wir frühestens heute am Ende des Streams, weil dadurch wird das Spiel endgültig abgeschlossen. Zum Hotel fahre ich jetzt nicht, vorsichtshalber. Aber wo schlafe ich denn dann, wenn ich nicht mehr ins Hotel fahren will? Fragen über Fragen. Das ist schwierig. Eine Nachfahrin eines Widerstandskämpfers hat das Intro zu The Darkest of Time eingesprochen. Die Entwickler sind, glaube ich, keine Nachfahren. Ach so, okay, das tut mir leid. Das war eine Fehlinformation. Und Verfolgten. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ich auch nicht mehr. Wie gesagt, das waren jetzt nur die Pfeiler, die Grundpfeiler der Geschichte, die ich noch so im Hinterkopf hatte. Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aber irgendwie so war's. Basiert auf einer wahren Begebenheit, meine Geschichte. Das wäre eine gute Einblendung. Neben Dauerwerbesendung sollte man eigentlich immer bei so Streams und bei Let's Plays basiert auf einer wahren Begebenheit einblenden. der Knochen war's. Ich habe nämlich gerade was entdeckt auf der Karte und habe mir gedacht, ja, das holen wir uns jetzt und habe dann gesucht, wo ich bin und habe vergessen, was ich holen wollte und wo es war. Aber wir sind sonst wo, glaube ich. Ah, sehr gut, wir sind gar nicht sonst wo. Die Straße entlang... Da könnten wir schlafen. Das wäre eine gute Idee. Dann pennen wir da unten, wo wir vorher die Sigourney geholt haben. Und dann schaue ich nochmal. Ach ja, genau, jetzt ist unser Benzin leer. Das habe ich ganz vergessen, das Problem. Vielleicht können wir noch dahin rollen. Komm. Ja, wenn es ein bisschen bergab gehen würde. Da vorne wird es ein bisschen bergab gehen. Ob wir es dahin schaffen? Ich versuch's. Ich schau noch mal kurz auf die Karte vorher. Oder einblenden, die Erinnerungen des Streamers Let's Players ist manchmal sehr löchrig. Genau. Mindestens. Mindestens löchrig. Wenn nicht sogar... verfälscht. Hirn. Durch menschliche Hirn-Wortfindungsstörungen und so. Schön bergab. Oh nein, guckt euch das an, ey. Jetzt rammt uns der. Ey,
falsche Richtung. Oh, warte. Ich drehe mich einfach um und wir rollen rückwärts weiter. Jetzt mit dem neuen Schwung, den wir bekommen haben von unserem Freund. Genial. Ah, ich glaube, das war's. Ich habe nicht gebremst. Da waren Bremslichter, aber ich war's nicht. Naja, dann gehen wir halt zu Fuß. Zack, komm. Hilft ja nix. Gehen wir zu Fuß in die Richtung. Guckt, so knapp, Mensch. Da wird so bergab gehen. Wartet mal, wartet mal. Wir haben noch eine Leuchtfeuerpistole. Wir haben zwar eigentlich, glaube ich, mittlerweile alle Polizisten in der Stadt umgebracht, so ziemlich, oder? Zumindest die, die einen Namen hatten. Aber irgendein Statist wird uns doch wohl hoffentlich noch ein Auto bringen. Haben wir... Ah, da, da. Das ist die Leuchtsignal, genau. Ja, stimmt. Okay. Na, guck. Vollgetankt, poliert und so gut wie neu. Dankeschön. Lieber Polizist. Ich schätze, dass es ein Polizist war, der uns das Auto gebracht hat. Man weiß es nicht. Yeah! Fährt das Auto jetzt schneller, weil es 100% hat? Der Zustand! Ja, das Auto war schon ziemlich kaputt, das andere. Ich habe das Gefühl, das fährt schneller und lenkt sich auch viel direkter. Ich wollte schon fast sagen besser, aber ne, das stimmt nicht. Aber direkter. Viel zu direkt. Aber ja, anders. Auf jeden Fall. Da muss ich rein, oder? Das ist unsere Abzweigung. Ja, ich glaube schon. Ich finde das ja irgendwie komisch und witzig und seltsam, dass hier so Schlafhäuschen sind. Gibt es sowas wirklich? Ich meine, in den USA riesige Entfernungen, die teilweise zurückgelegt werden müssen. Vielleicht gibt es wirklich Schlafhäuschen für Trucker oder sowas an so Raststätten. Aber hier zu Lande kennt man das gar nicht. Könnte mir vorstellen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich finde es eine gute Idee auf jeden Fall. Wir sind schon ziemlich müde. Schlafen wir ruhig 9 Stunden, dann ist früh morgens. Jetzt befürchte ich nur, dass wir nichts mehr zu essen haben, oder? Zumindest nicht mehr viel. In Japan könnte ich mir sowas vorstellen, in den USA eigentlich nicht. Zumindest hier in Deadly Premonition, USA, ist es so. Ah, ich hätte noch ein paar Lutscher. 20 Stück. Na dann. Und auch ein Frühstück. Kaut der die? Ich meine, 20 Lutscher, die brauchen auch ein bisschen eigentlich, bis die weg sind. Wahrscheinlich zerbeißen die jetzt gerade. So. So viele Lutscher essen, dass man sagt, boah, ich bin voll, ey. Ich kann nicht mehr. Das ist schon hart. Cool. Na dann. Doch gibt es. Und nur etwas abgelegener. Mein Vater war LKW-Fahrer. Hat er erzählt, kostet aber. Aha, interessant. So, was machen wir denn jetzt? Es ist wirklich, also hallo. Das Spiel macht einen wahnsinnig mit seiner Navigation und seiner nicht vorhandenen Navigationsmöglichkeit. Weil es gibt theoretisch noch so viele Nebenquests, die wir machen könnten. Aber wo bitte? Wo und wann? Ihr sommersprossige Fiona hat eine Mission für uns. Wo ist sommersprossige Fiona? Wer ist sommersprossige Fiona? Und wann hat sie diese Mission für uns? Alles Fragen, die nicht beantwortet werden. Wir müssten jetzt hier wirklich... Ich will es euch nur nochmal vorführen, dass euch die Absurdität klar wird. Wir müssen hier wirklich jetzt mit der maximalen Zoom-Stufe, die haben wir jetzt, die Karte absuchen nach sommersprossiger Fiona. Und wenn wir sie gefunden haben, hoffen... dass sie jetzt gerade die Quest für uns hat. Ja, vielleicht hat sie sie nicht. Und wenn sie sie hat und wir fahren hin, könnte es sein, dass sie sie dann, wenn wir da sind, nicht mehr hat. Wir wissen es nicht. Das ist so bekloppt.
Okay, ich weiß eine Sache. Wie spät ist es jetzt? 6 Uhr morgens. Bis 10. Von 9 bis 10 oder so. Hat... Gute Nacht, Desert Railgun, mach's gut. Hat, im Diner... Der Harry für uns eine Mission. Das weiß ich. Die haben wir gestern knapp verpasst. Wenn wir davor 11 ins Diner finden, dann können wir die Mission machen. Und das Diner ist irgendwo auch, glaube ich. Das müsste hier irgendwo sein, oder? Das ist... Ah doch, genau. Und die Karte dreht sich. Warum dreht sich die Karte? Kann die nicht wenigstens... Deadly Premonition. Ich mag das Spiel. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ich mag es wirklich. Aber es ist so beschissen in manchen Dingen, dass es weh tut. Oh Gott. Okay, da müssen wir hin. Und jetzt ist das Witzige, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Und die einzige Möglichkeit, jetzt rauszufinden, wo ich hinfahren muss, ist, mich wieder zu suchen. Ich glaube, ich war irgendwo hier unten, oder? Ich weiß es nicht, nee. Okay, wir können zu dem... Ja, das ist eine gute Idee. Fahren wir... Man kann nämlich auch keine Marker setzen oder sowas. Das ist Wahnsinn, oder? Bis auf Minecraft hat das Spiel die schlechteste In-Game-Map. Ja, und sogar Minecraft hat mit Mods dann immerhin. Ich meine, gut, ich meine, das Spiel gibt es theoretisch am PC. Gibt es Mods für Deadly Premonition für PC, die die Karte besser machen? Ich weiß nicht, ob es... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für das Spiel eine allzu große Modder-Community gibt, leider. Ich suche mal danach. Deadly Premonition Mod. How to make Deadly Premonition run in HD. Naja, gut. So Grafikmods, HD-Mods. Sowas gibt's ja immer. ModDB. Ja, fahr schon mal. Genau. Fahr schon mal alleine los. Jörg, Zack. Ich komm gleich nach. Ach so, schade. Diese verflixten Gehsteige immer. Es gibt ein paar Mods tatsächlich, aber nicht viel und keine, die... Oh, habe ich jetzt auf einen Blick zumindest keinen gefunden, der die Map verbessert. Außerdem spiele ich hier auf der Switch. Ich weiß gar nicht, warum ich gucke. Nur aus Interesse halt. Oh, ich komme richtig ins Schwitzen heute. Erst der Hype-Train. Erst die Hype-Train-Aufregung. Jetzt die, ich weiß echt nicht, wo ich hin soll, Aufregung. Da wird einem ganz heiß. Und ich habe Fenster zu, das könnte auch mit reinspielen. Das heizt sich wirklich auf, wenn hier irgendwie zwei Rechner laufen und dann noch eine Konsole und der Raum ist eh klein und dann noch die Tageslichtlampe, damit es ein bisschen hell ist. Hier wird es ziemlich schnell ziemlich heiß in dem Raum. Im Hochsommer ist das die Hölle. Aber ist schon in Ordnung. Ich habe komplett jede Orientierung verloren. Wisst ihr was? Neue Taktik. Ich fahre dahin, wo mich die Straße hinführt. Und dann schauen wir am Ende, wo wir rauskommen. Das wird gut. Warte mal, ich fahre gerade Richtung Hotel. Nee, da ist noch zu früh. Ich glaube, wir beenden das Spiel heute. Wisst ihr noch, wie ich vor einer Stunde gesagt habe, oh, wir spielen das Spiel bestimmt noch voll lang, weil ich voll Bock drauf habe? Tja. Aber ich habe da schon gesagt, dass sich das schnell ändern kann. Und jetzt hat sich's geändert. Aber in 2 Stunden, wenn wir den Stream beenden, kann sich das schon wieder geändert haben. Hey, ich glaube, ich fahre richtig. Ich glaube wirklich, das ist der richtige Teil, oder? Hier ist zumindest, glaube ich, der Swery. Nee, warte, das Swery ist nicht richtig, aber ich glaube, ich weiß, wie wir vom Swery ungefähr zumindest... Ist das das Swery? Nee, warte mal.
Das ist das Galaxy of Terror, wo der Mordfall war, wo das Finale des Spiels war. Oh Gott. Es würde mir schon reichen, oder nee, würde mir nicht reichen, aber es wäre schon nett, wenn ich die Karte wenigstens manuell drehen könnte, dass Norden oben ist. Aber auch das geht nicht. Wenigstens kann man sehr nah ranzoomen, weil das ist ja das wichtigste Feature. Was ist denn Katze? Die miaut mich an von der Seite. Ja, Katze. Weiß auch nicht, was wir hier machen. Der Knochen, der wird mich auch interessieren. Okay. Machen wir einfach weiter durch die Gegend. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe gerade jede Orientierung verloren. So much has happened since we came to this town. Schade, dass der nicht mehr Dialoge hat, aber es ist halt jetzt einfach der Epilog. Da gibt es eigentlich, wenn man die Nebenquests gemacht hätte, wenn man nicht... Ich habe es total verplant mit den Nebenquests. Plötzlich waren wir am Ende des Spiels. Ich wusste gar nicht, was los ist. Aber wenn man die Nebenquests macht, gibt es ja eigentlich 3-4 Sachen, die man erledigen kann und dann ist Schluss. Aber die haben wir doch nicht mal erledigt. Weil mit Harry reden vor... Oh, warte, das ist das Umspannwerk. Jetzt, glaube ich, kann ich mich ein bisschen orientieren. Jetzt passt auf. Vor Elfensteiner kommen, wäre nämlich eine super Idee. Da ist der Schrottplatz. Ne, das ist die Milk Barn. Da ist Panda Bär, der Waffenhändler. Ist das wirklich noch so weit weg? Nee, das kann schon wieder nicht mehr stimmen, oder? Nee, Quatsch. Vielleicht in die Richtung? Nee. Sheriff-Büro. Das hilft mir auch nicht weiter. Doch, da ist es! Ja! Okay, ich muss umdrehen. Wir kriegen es noch hin. Hey! Stargater, hallo, wie geht's? Auto rollt bergauf. Hey, du hast gerade, sehe ich jetzt erst wieder dran, du hast dir jetzt sogar ein Hype Train Gold Verdienstabzeichen vor deinem Namen. Crazy, was es nicht alles gibt auf Twitch. Twitch hat schon wirklich ganz viele so kleine Motivationsmechaniken und Spielchen und Gimmicks und sowas. Das finde ich schon ganz nett, zum Teil. Und zum Teil verwirrend. Ich verstehe überhaupt nichts, aber das macht ja nichts. Das ist ja normal. Bei mir. Einfach gerade. Geschlossen? Moment. Ach so, es ist aber auch erst 7, das stimmt. Wir können jetzt bestimmt bis 9 auf jeden Fall warten. Ich glaube sogar bis 10, aber ich mache mal lieber nur bis 9 jetzt mal. Dann schauen wir weiter. Würde ich sagen. Ich frage mich, ob es auch andere als starke Zigaretten gibt, weil irgendwie sind alle Zigaretten, die ich gefunden habe, bis jetzt immer stark. Und macht es einen Unterschied? Vergeht dann die Zeit unterschiedlich schnell? Wer weiß. Geöffnet, aber ich glaube, Harry ist noch nicht da, oder? Aber da können wir auch drin warten. Ich hoffe, die haben überhaupt wirklich jeden Tag den gleichen Ablauf. Wenn die Sonne scheint, schon. Wenn es regnet, wahrscheinlich nicht. Wenn es regnet, geht keiner aus dem Haus. Ist das immer noch so? Weil jetzt, wo wir es durchgespielt haben, könnten... Na wohl, das stimmt eigentlich, das Gas ist noch im Boden, ne? Im Endeffekt steigen die Dämpfe immer noch auf. Nachts.
Irgendwie schon. Da konnten wir nicht dran viel ändern. Und warum hat dann eigentlich Harry seine Gasmaske nicht mehr auf, wenn er das Haus verlässt? Kommt doch kein Gas mehr, wenn es regnet, weil ich jetzt den Samenhändler besiegt habe? Ich weiß es nicht. Da warten wir mal kurz bis 10. Zwischen 10 und 11 müsste er definitiv hier sein. Hoffentlich. Nein, kein Harry. Wo ist denn... Ah, wisst ihr was? Wahrscheinlich ist Harry tatsächlich nur einmal jetzt ins Diner gefahren, damit er sich, wie er gesagt hat, entschuldigen kann. Ich könnte mir das wirklich vorstellen. Das heißt, heute kommt er hier gar nicht her. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel das macht, dass am ersten Tag, nachdem man es durchgespielt hat, eben solche Dinge passieren. Und jetzt ist das vorbei. Das ist schon ziemlich cool eigentlich, aber jetzt gerade halt auch ein bisschen nervig natürlich. Ist Harry dann zu Hause bei sich vielleicht? Und wenn ja, wo ist Harry? Okay, ich habe einen Plan. Ich richte mich, beziehungsweise die Karte wahrscheinlich einfach nur, oder? Immer nach Norden aus, bevor ich auf die große Karte gucke. Das, glaube ich, funktioniert dann nämlich, dass wenigstens die Karte immer gleich ausgerichtet ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das hilft uns. Das war erstens. Zweitens muss ich jetzt die Karte lernen. Boah, das stimmt eigentlich. Wartet mal, vielleicht gibt es eine browserbasierte Karte, die einem hilft. Aber ich... Es ist halt doch so ein Spiel mit so einer kleinen Fangemeinde, man weiß es nicht. Map. Map Freeze? Map Mod. Es gibt Map Mods. Oder zumindest werden sie auf Google oft gesucht. Map Legend. Full Map. Na, suchen wir einfach mal Map. Das ist, glaube ich, auch schon mal nicht unhilfreich, wenn ich einfach nur hier auf meinem zweiten Screen mir eine Karte offen lasse. Das ist sogar super. Das ist sehr hilfreich. Warte mal, ich muss das kurz so machen, dass ich trotzdem noch den Chat mitlesen kann. Das ist nicht so leicht. Leider nur einen zweiten. Ich bräuchte noch einen dritten Bildschirm dafür, jetzt am besten. Oh, warte mal, ich habe noch eine gute Idee. Nee, warte mal, doch. Nee, Quatsch. Ich habe mir gerade gedacht, ich könnte die Karte auch in den Stream einblenden. Aber dann ist die so klein, dass die nichts mehr bringt. Also machen wir es ganz anders. Ich mache die Karte einfach auf, wenn ich sie brauche. Okay, so machen wir es. Ja, das schwankt immer stark. Das kann ich gar nicht, könnte ich gar nicht sagen.